Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Foodhaul dieser Woche. Wir waren diesmal in meinem Lieblingsladen und zwar Lidl. Und wir haben leider ein bisschen viel ausgegeben und deswegen bin ich traurig. Aber ich denke, dass der Grund ist, weil wir beide zusammen waren. Nein. Wäre ich alleine gegangen, hätte ich viel weniger ausgegeben. War das letzte Woche im Kaufland? 78 Euro zu zweit? Ja, aber irgendwie hat der Roy, ihr werdet gleich sehen, alles Mögliche hier reingeschmissen in den Wagen. Ja, auf jeden Fall haben wir irgendwas über 100 Euro ausgegeben, obwohl wir viel mit der Lidl Plus App an Rabatten hatten. Also, ja. Genau, ich fange mal an mit den Kühlsachen. Der Roy macht dann später weiter, weil ich muss die Kleine wickeln. Die hat nämlich gerade Kacke gemacht. Fragen wir uns mal ein bisschen. Hallo, gut. So, wir haben hier so zwei Pizzen mitgenommen. Und zwar einmal Flammkuchen mit Salami, habe ich noch nie gesehen. Und einmal normalen Flammkuchen von Bistro für 1,45 glaube ich. Also ich rieche auch gerade Flammkuchen. Zweimal meine Milch, meine laktosefreie Milch. Dann haben wir zweimal von diesen Toffifee-Ersatz, genau. Zwei Stück haben wir, kommt gleich das nächste. Dann habe ich Dickwanz mitgenommen. Ich möchte nämlich wieder mit Quark. Hast du jetzt Dickwanz gesagt? Dickmanns. So. Dann hat der Roy hier so, so Schokobrötchen für die Kinder, für die Schule zu mitnehmen. Roy hat nämlich andere genommen. Ja. Dann gab es hier Kokos, wie heißen die? Kaktusfeigen. Für 1,95 glaube ich, total günstig. Ich habe die noch nie gegessen, deswegen habe ich die mal mitgenommen zum Probieren. Sollen ja gesund sein, ne? Mal gucken, wie die schmecken. Eine Gurke. Dann wieder mal Backfischstäbchen. Dann gab es in der Lidl-App Hokkaido-Kürbis für, keine Ahnung, 30% glaube ich günstiger. Da haben wir einen mal mitgenommen. Ich möchte nämlich mal wieder Kürbissuppe machen. Haben wir nämlich schon lange nicht mehr gehabt. Dann haben wir hier Fleisch, Leberkäse meine ich, mitgenommen. Dann Hähnchengeschnetzeltes. Dann gab es hier so Lasagne für 1,44. Da haben wir mal drei Stück mitgenommen, wenn es schnell gehen muss. So wie gestern. Ein Riesenpott Fleischsalat. Zweimal Spätzle. Dann gab es den Pudding für 82 Cent im Angebot. Den mögen ja die Kinder total gerne. Den essen sie immer zu zweit. Dann die verschiedene Joghurts mit der Ecke, Cornflakes und so weiter. Die Eier waren auch in der Lidl-App günstiger oder sind die Woche, genau, die App ändert ja immer jeden Montag, die Montag? Und was ist denn heute? Heute ist doch Donnerstag. Ach, ich habe keine Ahnung. Ich dachte, montags werden immer die Gutscheine geändert. Ach, keine Ahnung. Müsst ihr mal gucken. Ich glaube, naja, egal. Dann Zitrone. Glauben ist nicht wissen. Zweimal Quark, wie gesagt, für die Dickmanns. Ganz lecker. Das hier habe ich gratis bekommen heute. Das war nämlich, nach jedem Einkauf kann man was rubbeln. Das habt ihr bestimmt schon gesehen. Und da war das hier drin. Dann habe ich hier so Schinken mitgenommen. Italienischen. White Chocolate KitKat mit weißer Schokolade. Dann habe ich hier so Käseaufschnitt mitgenommen. Und so ein Glas mit Zucchini-Gemüse. Mal zum Probieren. Auf jeden Fall gekocht. Und dann habe ich noch braune Soße mitgenommen. Dann habe ich eine gratis Tüte bekommen. Aus Papier. So, es geht weiter mit Sandwich-Schinken-Gouda. Das hat der Roy sich mitgenommen. Frikadellen für die Schule zum Mitgeben. Dann Schokofresh war auch im Angebot. Dann habe ich so Hähnchen mit Minutenschnitzel mit Kräuter mitgenommen. Die möchte ich heute zum Mittagessen machen mit diesem Spätzle hier und Soße. Dann Hanuta-Riegel mal wieder. Die schmecken richtig gut. Kann man echt empfehlen. Dann habe ich noch so eine helle Soße mitgenommen. Es gibt Zimtschnecken bei Lidl. Richtig lecker. Ich muss verschicken werde. Kinder essen mal alles auf. Dann gibt es so leckere Bio-Brötchen. Die gönnen wir uns jetzt auch noch zum Frühstück. 37 Cent. Ja. 37 Cent. Frigatoni? Nee. Heißen die so? Nee, die kenne ich.
Dann Mozzarella gab es auch 30% in der App. Auch gleich mitgenommen. Sandwich. Cornflakes für die Kinder, da habe ich diesmal hier so Honey Rings mitgenommen. Eigentlich mögen sie alle. Es gibt. Was? Honey Peepers. Ja. Mein Butterschmalz-Dingsbums, was ich immer zum Braten nehme. Dann hier ist die zweite Packung von diesen Toffees. Diese Kuchen haben wir letztes Mal gehabt, die sind so lecker. Einmal Salami für die Schule. Lachsschinken. Schinken. Dann haben wir zum ersten Mal eine Süßkartoffel mitgenommen. Hatte ich noch nie. Ich habe aber ganz viele Rezepte schon gesehen bei da, wo ich halt immer gucke. Und ja, ich will jetzt keine Werbung machen. Gibt's auch eine App, da wo ich immer gucke. Ja, auf jeden Fall schauen wir mal, wie es schmeckt, ob es uns schmeckt. Nochmal diese Fertiglasagne. Und Salatkräuter. Und jetzt macht der Roy weiter, denn ja, ich wickel die Kleine, weil ja, eigentlich fühlt sie sich wohl, aber egal. So, also ich bin jetzt wieder da, denn ich habe alles weggeräumt. Roy hat die Kleine ist doch gewickelt. Ja, und ich mache jetzt weiter. Wir haben ein Sixpack für die Schule, für Lukas, das klingt ja nur das. Dann haben wir ein Sixpack Schwibschwab, das ist auch in der App günstiger. Da ist nochmal so eine Lasagne, da haben wir drei Stück mitgenommen. Waren die auch in der App? Ja, reduziert. Die waren auch in der App reduziert, so ist das für uns. Einmal Joghurt. Und ich Paprika mitgenommen von Freier. 1,25, das habe ich mir gemerkt. Und jetzt habe ich gerade gerubbelt in meiner App. Dann habe ich die hier gratis nächstes Mal. Ich habe jetzt zwei Packungen mitgenommen, weil die mega lecker sind. Vorher hat sich eine Hühnersuppe, so eine chinesische, mitgenommen. Dann haben wir Blaubeeren mitgenommen, zweimal. Einmal Senf. Kostet nur 28 Cent. Sportbild mal wieder. Dann nochmal weiße Kitkat. Dann war Roy sein Lieblingscappuccino im Angebot unter 2 Euro. Hat er sich gleich zwei Stück mitgenommen. Vanille. Dann habe ich Pak Choi mitgenommen. Möchte ich irgendwie was mit Paprika, Pak Choi und Reis machen. Dann gab es hier gebratene Mandeln. Lecker. Und lila Zwiebeln haben wir mitgenommen. Eine Zucchini. Dann habe ich so kleine Gürkchen mitgenommen für die Schule zum Mitgeben. Tomaten. Brot für die Schule. Dann haben wir wieder dieses leckere Zwiebelbrot. Und es riecht durch die Tüte so lecker. Die armen Kassiererinnen, sie müssen es immer riechen, so haben. Und dann hat der Roy hier irgendwelche Stangen, Tomatenstangen mitgenommen und Croissants. Was sind das für Croissants, Schatz? Bist du noch da? Er ist weg. Ich weiß nicht, was das ist. Irgendwelche Croissants mit irgendeiner Füllung. Ich glaube Tomaten oder so war das. Ja. So, die letzte Tüte. Wir haben zweimal Wein mitgenommen. Und zwar so ein Dornfelder Rosé habe ich das mal mitgenommen. Ich wollte eigentlich anderen Wein, Johannisbeerwein, der war letzte Woche, glaube ich, im Angebot. Den gibt es nicht immer. Der ist so lecker. Den gab es aber leider nicht mehr. Deswegen habe ich jetzt den mitgenommen. Mal gucken, wie der schmeckt. Ja, dann habe ich noch einmal Ginger Ale für mich mitgenommen. Und da war jetzt eine kleine Flasche Cola mitgenommen. Kartoffeln habe ich mitgenommen. 92 Cent bei Lidl. Echt krass. Kauft dann halb so das Dreifache. Dann wieder Nudeln. Spaghettis. Dann nochmal eine Packung von diesem Vanille Cappuccino. Und zuletzt zweimal Tomatensauce. War auch im Angebot für 98 oder 95 Cent. Da habe ich gleich mal zwei mitgenommen. Und die schmeckt auch richtig, richtig lecker. Also das ist nicht die Soße, die es immer gibt, sondern das ist eine im Angebot. Die, ich weiß nicht, italienische Woche, nee, italienische Wochen oder was es da war. Ja,
So, meine Lieben, das war wieder mein Futur für diese Woche. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und euch hat es gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns dann nächste Woche im nächsten Futur wieder. Und ich würde mich natürlich über ein kostenloses Abo freuen, damit ihr kein Video mehr verpasst. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.